Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Staxel. Ja, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich eigentlich nicht so viel gemacht habe, weil einfach, ja, in letzter Zeit immer mehr darauf geht, so, okay, ich muss das und das jetzt abernten, ich muss das und das jetzt einplanen, ich muss das und das jetzt machen. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Alles in allem versuche ich jetzt was Verrücktes, obwohl ich ja gerade dabei bin, Geld einzusparen, ne? Hole ich mir jetzt mal einen zweiten Ankerpunkt. Ihr habt mir zwar noch nicht gesagt, wo ich den hinpacken soll, aber ich tue trotzdem mal mir einen zweiten holen und den einfach random an einer anderen Stelle platzieren. Werde dann diese Nacht nicht wach bleiben, also sprich, werde mich jetzt auch gleich hinlegen und gucken, ob das funktioniert. So, und zwar werde ich nämlich ziemlich sicher sogar voraussichtlich für den Übergang das erstmal. Genau. Ich habe eine Idee. Ich werde das erstmal hier hinpacken. Genau. Bam. Stufe 3 Gemeinschaftswarenladen fertig. Okay. Okay. So. Jetzt schauen wir uns aufs Tor. Und jetzt hoffe ich, dass bei beiden Stellen je einer ist. Weil wenn ja, dann kann ich mir einfach hier eine Reihe hinstellen bei meinem Haus und sagen, okay, hier ist das jetzt ab sofort. Auch wenn ich die am Weißverlangen Platz echt schön finde. Okay, das geht nicht. Verdammt schade. Aber vielleicht kommt das noch. Bei den anderen hat es ja auch eine Weile gedauert. Nichtsdestotrotz gucke ich trotzdem mal nach, ob sich da nicht was getan hat. Ja, natürlich, die Rezepte, das würde ich noch ändern. Also Rezepte, die man erlernt hat, nicht nochmal reinzupacken zum Beispiel. Dass man einfach sagt, okay, das hast du schon gelernt, das brauchst du jetzt nicht nochmal. So ist. Genau. So, 12 Sachen. Genau, hier die Daily-Sache noch mitnehmen. Jetzt mache ich sie zumindest wieder zu einer Daily. Der Fehler. Und das war's dann auch schon. So, kurz mal nachgeguckt. Ne, Sternteil oder Splitter oder ähnliches sehe ich nicht jetzt. Das ist auch gut so. So, und jetzt kommen die eigentlichen Dailies. Was ist eigentlich so eine Biene wert? 1600? 1800? Also nur 100 schießt mich tot wert. Nee, das ist mir dann nicht wert. Da bewahre ich die lieber auf und guck, da ich noch mehr Honig rausziehe. Genau, richtig, ja gut. Richtig gehört, meine ich. Ich guck, da ich da noch mehr Honig rausziehe. So, aber jetzt wirklich. Dann wollen wir mal gucken. So, wir haben bekommen. Wir braten einen Reis mit Garnelen. Wir haben bekommen. Zeitgenössische Möbelset, eine Bank. Also, zeitgenössische Bank.
Wir haben bereits erlerntes Dünger erhalten und bereits erlernt Dünger. Zweimal dasselbe. Können wir nicht überladen. Edles Birkenbauholz haben wir erhalten als Rezept. Sehr schön. Steinzaun haben wir erhalten aus unerfindlichen Gründen. Mittlere Tierhandlungsding haben wir erhalten. Großer antiker Tisch haben wir erhalten. Umgekipptes Minenkart haben wir erhalten. Farmsofa haben wir erhalten. Pfirsichkuchen haben wir erhalten und musikalischer Klangding. Haben wir hier nicht schon so ein Ding stehen? Tatsächlich, ja. Gut, jetzt haben wir da zwei stehen. So, dann tue ich mal das alles unten einräumen. So, das ist Block. Das ist Möbel. Das ist auch Möbel laut. Ah, wobei, das kann ich sogar hinstellen. Sowas habe ich ja schon länger gesucht. Wie breit ist das denn? 3. Okay, dann geht das nicht dahin, aber dann kann ich das. Ah, ich will das schon irgendwie sehen. Genau, dann kann ich das hier so hinstellen. Wenn ich den Regionsschutz kurz mal natürlich dafür deaktiviere. Weil das wieder so ein Mittelding ist. So. Sehr schön. Und ganz ehrlich. Das stelle ich hier hin. Sieht schön aus. Was kriege ich eigentlich, wenn ich das hier verkaufe? Nicht genügend. Sorry, ist einfach nicht genügend. So, Essbares. Alles, was essbar ist, erstmal hier rein. Habe ich denn diese komische Säule hingestellt? Ach doch, da unten. Okay, aber. Ah. Gut, da habe ich jetzt mir noch einen Platz frei gemacht. Das kann ich hierhin mal räumen. Das ist auch irgendwie sowas Dekoartiges. Dann, ja, packe ich das da hin. Genau, und die beiden erlernten Rezepte. Halt, stopp, bevor ich weiterrenne. Hier hin. So. Und die bereits erlernten Rezepte, was zweimal dasselbe ist, schmeiße ich zum Verkauf. Gottes Willen. Ist ein bisschen krampfig, weil man so viele Glückskisten auf einmal aufmacht. Aber hey, immerhin habe ich ein neues Rezept gelernt und kann viele neue Sachen mir holen. Auch wenn ich sie nicht unbedingt benötige. Aber hey. Trotzdem, da wollte ich mal mein Glück herausfordern. Was mir noch einfällt. Ich habe ja gesagt, immer wenn ich mehr als 10 habe, also eine Mindestmenge mehr als 10, dann wollte ich ja das wegpacken, ne? Aber die 10 davon, ne? So. 84, okay. Das nächste Mal packe ich weg, wenn ich mehr als 6 habe. Also sprich eine Zwölfermenge. Gut, gut. So, die Nacht ist noch lange hin. Ich weiß jetzt gerade nichts zu machen. Ihr kennt das Spielchen. Wir lassen es noch mal ganz kurz krachen. Nein, keine Ahnung. Ich mache einen ganz kleinen Cut. Wir sehen uns gleich in der Nacht wieder, wenn die Sternsplitter gefallen sind. Von daher, bis gleich. Halt, stopp, muss noch mal korrigieren. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe doch die Aubergine mitgenommen. Will ich nicht verarbeiten? Kann ich ja jederzeit noch mal. Wechsle ja noch einmal nach.
500. Nope, doch noch nicht. Da will ich dann doch eine große Menge haben. Wenn ich quasi nur 175 kriege pro Ding, pro Nase, sag ich mal so. Viel habe ich dann an Aubergine? 4. Ja, nee, dann will ich sogar noch verarbeiten. Seht ihr, da zahlt sich das sogar noch mehr aus. Dann kann ich beim nächsten Mal. Moment. Tage im Sommer und Herbst. Dann kann ich beim nächsten Mal gut durchziehen. So, ich glaube, 2 werde ich dann doch verkaufen. So. Immerhin wird es ja jetzt nochmal wachsen und dann kann ich ja nochmal sicherheitshalber einen ganzen Schwung verpflanzen und ja auch verkaufen. Ja, also doch 170er Bereich, 190er Bereich um den Dreh. Gut, wie gesagt, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns gleich wieder. Und ja, dann kicken wir mal. Vielleicht skippe ich sogar Tage. Also ich sammle jetzt die Sternteile ein, werde Tagesskip machen. Das heißt, immer kurz warten, bis der Tag fast abgelaufen ist. Und natürlich meine Dailies machen und alles und auch berücksichtigen. Und dann geht es quasi weiter. Von daher, bis gleich. Okay, Leute, bin mal wieder da. Wow, und hol mir erstmal die nach da hinten geflogen ist. Die ist ja komplett ab von Schuss gelandet. Zur Hölle. Okay, das kann mal passieren, aber ist ja auch in Ordnung. Ist halt ziemlich krass. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, genau. Deswegen habe ich manchmal welche nicht gefunden, übrigens, by the way. Ja, aber genau, was ich sagen wollte, ich wünsche mir manchmal, dass man bei Google Maps auch einfach so machen könnte. Einfach per Knopfdruck so, von dem Standpunkt, wo man ist, einfach kurz Taste drücken oder halt kurz auf den View-Modus gehen und man instant so eine Ansicht kriegt von oben halt drauf. Wäre halt mega nice. So, das hat jetzt eigentlich nichts mit dem gesamten an sich zu tun, aber ich wollte einfach mal gesagt haben. So. Und wisst ihr, was mir auch noch eingefallen ist? Ich habe gesagt, ich will beim nächsten Mal erst einen reinpacken, wenn ich 6 weitere habe. Ich korrigiere auf 16, dann packe ich hier rauf und dann muss ich den Rest für mich behalten. So. Der Pilz ist auch noch nicht fertig. Noch nicht fertig, meine ich. Nicht auch noch nicht. Gut. Achso, und sorry für jeden, der sich aufregt, dass ich so viel wegschneide oder weglasse. Bloß, es wird auch irgendwann repetitiv, Leute. Also ganz ehrlich. Wenn ihr das sehen möchtet, wie ich ständig 24/7 Felder hake, schneidet das, was ich hier mache, einfach aneinander. Schön mit Musik unterlegt oder so und fertig hatte ich. Ja. Ich meine, ich mache hier nichts anderes als halt die Felder bepflanzen, ernten, pflanzen, ernten, pflanzen, ernten. Also es ist halt ziemlich repetitiv, ne? Das ist halt. Wenn ihr das wirklich sehen wollt, okay. Aber ich schneide es halt, wenn es nicht irgendwie zum x-ten Mal dasselbe ist, weg. Das wollte ich auch nur nochmal gesagt haben, by the way. Deswegen habe ich jetzt übrigens keinen Cut gesetzt. So.
So. Eieieiei. Jetzt auch noch Eier hier. Siebenundzwanzigtausend. Ist in Ordnung. Sind wir dann auf 550.000. So, das braucht noch einen Tag, das braucht auch noch ein oder zwei Tage. Ich gucke mal inzwischen, was der anbietet, wieder der Händler. Okay. Und dann auch diese Händler, bieten die mal wieder Kunst an. Kunst, die ich gebrauchen kann, meine ich natürlich. Nein. Halt, stopp. Es ist wie ein Couchtisch. Mann, ich will doch einfach nur eine verdammte Bank. Zur Hölle noch eins, ey. Ah, warte mal, es gibt eine Ecke von diesem Ding. Oh Gott, das Film. Rot bemalter Ziegelblock. Kann es angehen, dass ich mich wirklich getäuscht habe und der rot bemalte Ziegelblock mit dem Pilzblock verwechselt habe? Oder täusche ich mich jetzt und es gibt einen roten Ziegelblock? Roten Pilzblock. Ah, das ist doch. Wisst ihr, was ich jetzt wieder mache? Genau, ihr kennt das Spielchen. Ich mache wieder einen Testspielstand, wo ich mal ganz kurz. Wo ich herumtesten kann. Ja, das kann so starten. Daher das noch einen Blick dauern kann, sehen und hören wir uns gleich wieder. Hahaha, Leute, ich habe mich doch nicht getäuscht. Es gibt einen Pilzblock, tatsächlich, aber halt Pilzblock rot. Ganz stumpfsinnig. Es gibt einmal Pilzblock fleckig und einmal rot. Na, bitte wie roter. Das ist tatsächlich noch nicht mal alles. Hier, ihr seht, es gibt auch noch einen. Pilzbuche und so weiter und so fort. Und ja, eigentlich hier. Ja. Übrigens, hier. Raffinierte heißen die Dinger, ne? Raffinierte Axt. Ne? Oder allgemeine hier. Warte, Axt. So. Da gibt es einmal die. Moment. Ach, das erlernt man über egal welchen Speicherstand. Okay. Gehärtete. Verstärkte und raffinierte. Das sind die drei Stufen. Also gehärtet haben wir. Safe. Auch wenn ich das bei den anderen Werkzeugen gemacht habe, ohne die Rezepte zu kennen. Dann kommt die verstärkte und dann die raffinierte. Also zum Beispiel Spitz. Ja, Spitzhacke. Oder haben wir doch. Ach nee, das stimmt. Die ersten Dinger kennt man. Die zweiten und dritten muss man noch. Okay. Kann man einfach unter Werkzeug gucken. Schreiben sollte man können. So, und dann sehen wir alles an Werkzeug. Ah ne, da wartet sie ja. Die uns nicht rauslassen möchte. Haben. Oh. Okay. Also aus rein wissenschaftlicher Frage her, Moment.
Wirklich, wirklich nur rein wissenschaftlicher Frage her. Von da. Oh klar, ich habe hier den Zaun abgerissen. Mit. Ja. Aber trotzdem. Aber es arbeitet anscheinend noch nicht so perfekt, wie es eigentlich könnte. Habe ich das Gefühl. Es macht auf jeden Fall Spaß, damit herumzuwerkeln. Moment. Spitz. Okay, geht das auch noch was anderes? Aber wer? Werkzeuge. Nehme mal den Hammer, by the way. Peter, nee. Boah, die Spitze hat noch nicht den Hammer. Okay, es macht echt Laune, Leute.
Aber gibt es eigentlich auch ein Ende? Nur mal so rein hypothetisch gefragt. Wir finden mal wieder Sachen heraus, Leute. Oha. Einfach nur gerade mal wieder nach oben. Gut. Gut. Ich hoffe, das bleibt auch gespeichert, wenn ich einfach so mache. Ich runtergrabe ein paar Mal. Nur um dann nochmal danach zu schlagen. Ja, geht. Sehr schön, weil dann ist es immer am hellsten. Okay. Dann muss ich mal gucken.
Okay, es ist tatsächlich technisch limitiert. Finde ich jetzt, weiß Gott, nicht schlecht, aber natürlich auch ein Stück weit schade. Also muss ich natürlich händisch hier immer mal ein bisschen. Ach Quatsch. Nachpushen. Weil was mache ich eigentlich? Ich wollte doch nur wissen, ob ich mich getäuscht hatte mit dem Block, ne? Ah. Okay, ich kann ja drinnen später noch ein bisschen herumspielen. Ne? So. Gehen wir zurück zu meinem Speicher. Und ich habe den Part verplempert. Es tut mir leid, Leute. Gut, aber nachdem ich mich ja, wie gesagt, nicht getäuscht habe, kann ich weiterhin schlafen gehen, zwischendurch und sagen, okay, ich warte den nächsten Tag ab. Auch wenn ich immer noch nicht ganz weiß, ob bei der anderen Station, die ich hingestellt habe, nicht auch endlich mal bald mal einer auftaucht. Ne? Sozusagen als ja, Zweitmöglichkeit. Und der bemalte Block ist zwar schön und gut, dass es den gibt, aber will ich nicht. Aber wie halt überall, egal in welchem Spiel man ist, einfach slash noclip immer der noclip-Befehl ist, also dieses Fliegen-Modus ist. Ist halt wirklich in jedem Spiel so, ne? Gut. Aber gut, daher es nach unten hin anscheinend keine Grenze gibt. Und nach oben wahrscheinlich auch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal dreisterweise davon aus. Ja. Habe ich eine Idee für eine Kellerkonstruktion, die ich noch bauen möchte. Ich nenne sie Vault Stuxel. Vault of Stuxel wollte ich erst nennen, aber das wäre dann zu lang. Und ja, vielleicht weiß der ein oder andere schon, was sich damit verbinden lässt. Herbst und Winter. Gut. Das nächste ist ja eh Winter. Also ab dafür. Achso, und ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach im nächsten Part wieder. Ich pflanze hier noch fröhlich weiter, bis das komplett bepflanzt ist. Und ja, dann sehen wir uns auch wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao. Tschüss.